Ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen in Norddeutschland, die Ratzeburg hieß. Und das Kennzeichen von Ratzeburg, das Autokennzeichen, ist RZ. Und wir haben immer gesagt, dass wir die Rübezahls sind. Ja, das war so eine Figur, mit der wir viel gespielt haben in der Kindheit tatsächlich. Der Wald, der Mann, der im Wald lebt, Rübezahl. Ich mochte die Andersen-Märchen immer sehr gerne. Die kleine Meerjungfrau war auf jeden Fall mein Lieblingsmärchen. Nein, also tatsächlich sehr lange nicht und immer wieder und dann wieder gar nicht. Ich glaube, gerade dadurch, dass ich so früh angefangen habe, war es nie so etwas, wo ich darüber nachdenken musste. Oder ich habe mich, glaube ich, erst sehr viel später dann bewusst dafür entschieden, Schauspiel machen zu wollen. Das war einfach so, dass ich auch ab und zu gedreht habe. Aber es war kein Wunsch, kein Berufswunsch. Eigentlich habe ich immer eher Interesse an den handwerklichen Berufen gehabt und dachte immer, ich werde entweder Schneiderin oder Restauratorin oder Bildhauerin oder Modistin, Schusterin, sowas. Wir haben, glaube ich, alle uns darauf eingestellt, dass es wunderschönes Wetter wird und haben uns darauf gefreut, dass wir die ganze Zeit draußen sind. Das Wetter wechselte zwischen Hagel und Regen und Schnee. Es war sehr kalt. Aber ja, was waren besondere Vorkenntnisse? Es war trotzdem schön, die ganze Zeit draußen zu sein. Wir haben im Erzgebirge gedreht. Jetzt sind wir nicht mehr da, sondern in der Umgebung von Prag. Aber es waren wunderschöne Landschaften, auch im Schneesturm. Das Blöde ist, dass wir halt alle mit Blusen und Röcken rumgelaufen sind. Besonders brutal war, glaube ich, die Waschszene, wo wir mit den Armen im kalten Wasser so tun mussten, als wäre es ein sonniger Tag. Die Verbundenheit zur Natur, die man schnell vergisst, in der Habgier, das ist so eine schöne Botschaft, finde ich. Die Harantin, die nicht weiß, was es bedeutet, wenn man einen Baum fällt oder in der falschen Zeit jagt. Und ich glaube, dass dieses Märchen so auch eine Mahnung ist an die Menschen, dass sie die Natur respektieren. Und die Natur dann zu verkörpern und ihr ein Gesicht und einen Namen zu geben, das macht dieses Märchen.